So, das ist auch schon der Teil 2. Jetzt geht's auch weiter. Also, ich habe euch ja schon gesagt, dass da oben der Schalter ist. Wurde ein bisschen abgehackt, das Video. Jetzt mache ich das einfach nochmal schnell. Und zwar hier. Genau. Da ist der Schalter. Ne? Und den betätigt er einfach mal. Und wie ihr seht, da ist das Puzzleteil. Dazu aber erst später. Das brauchen wir jetzt am Anfang gar nicht. Das kann ruhig da oben bleiben. So, bloß checken. Okay. Passt. Dann nochmal jetzt hoch. Jetzt müssen wir uns verwandeln. Oder? Nee, doch nicht. Da fehlt noch ein. Oder? Fehlt doch noch ein? Bestimmt noch ein. Ja, da fehlt noch ein. Müssen wir noch einen Totenschädel holen? Da drinnen? Ah, jetzt komm schon. Jetzt, genau. So. Jetzt da hoch. So, und jetzt verwandeln. In eine Spinne. Ja, Spinne. Weiß ich nicht. Ich glaube mal, das ist sogar eine Ameise. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Sorry. Ja. So gut. Ich mache hier langsam. Ich mache hier eigentlich schon Selbstgespräche, aber. Ja. Die Zeit verflieht und es ist gut. Mal schneller. Kleiner aber rein. Okay, raus da. Und jetzt müssen wir nochmal dort rein, wo wir den letzten Totenschädel geholt haben. Also in der Hülle. Hülle, mein Gott. Höhle. wo die Spinne war. Okay, sind mehrere Spinnen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Na. Am besten der Spinne aus dem Weg gehen. So, ich habe ein bisschen vorgespult. Und zwar aus dem Grund, weil ich da und runter geflogen bin und das sich auf die Länge gezogen hat. Als versucht, ziemlich an den Rand zu springen, damit ihr da hochkommt, ne? So, dann die Musiknoten einsammeln. Wenn ich die alle habe, bin ich eigentlich, ja, da bin ich bei 100. Dann, ihr habt ja gesehen, wo überall alle Musiknoten waren. Also wenn ihr diese habt, die wo ich auch habe, dann habt ihr eigentlich auch 100. So. So, hochspringen. Und da auch. So. Oben angekommen, die Statue erstmal da liegen lassen, nicht dass er da runterfliegt. Das Wichtige ist erstmal das Puzzleteil zu bekommen. Weil wenn ihr die wenn ihr das Puzzleteil habt, ist es mir eigentlich egal, ob ihr runterfliegt oder nicht. Und zwar aus dem Grund, weil dann habt ihr also das Level schon fertig und das ist ja eh nur ein Bonusleben. So, ihr könnt euch da runterschmeißen lassen. Dank der Spinne passiert euch da nichts, aber ich laufe ordentlich runter. Wenn ich noch was holen möchte. Ach, Mensch, weg da. So. Ihr könnt wieder zurück zu diesem Totenschädel, also zu diesem. Boah, der Name fällt mir jetzt gar nicht ein, aber im Laufe des Spieles werde ich den Namen bestimmt wissen. Also, entweder euch umverwandeln lassen, oder ihr läuft einfach so wie ich raus. Und wie gesagt, nach einer gewissen Stelle verfliegt der Zauber auch wieder. Das merkt ihr eigentlich schon. Das ist nur unnötig, da wieder hinzulaufen, finde ich. So. Perspektivisch abändern. So, jetzt seht ihr, labert euch voll.
wie gesagt, im späteren Spiel wird euch nicht mehr so voll labern, da passiert's einfach. Jetzt müsst ihr hoch und zur Tür mit der 50 und diese öffnen. Also, normalerweise könnt ihr nur 50. Also ihr könnt entweder nur 50 Musiknoten einsammeln oder eben sammelt halt im ganzen Land, weil es, wie ich vorhin gesagt habe, viel einfacher ist, wenn ihr gleich alle Musiknoten sammelt, als wenn ihr es so teils macht. Also Mischmasch. Und wie gesagt, es ist einfacher und jetzt einfach an die Musiktür. Ja, gib mir noch ein bisschen Leben. An die Musiktür gehen. Und die öffnet sich automatisch, weil die Kraft eurer Musiknoten ausreicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen coolen Tag. Und viel Spaß beim Zocken.